billigste Supermoto-Umbau 136 km/h. Andere Übersetzung oben. Doppel-P's. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den billigsten Supermoto-Umbau, den ihr je gesehen habt. Und zwar geht es um meine Beta RR 125 2T, die ja eigentlich eine Enduro ist. Aber ich habe ein bisschen was verändert und das werde ich euch gleich zeigen. Wie immer natürlich jetzt schon mal ein Like da lassen, den Dreckskanal abonnieren und auf gar keinen Fall die Glocke aktivieren. So, ich habe glaube ich lang genug auf das Maisfeld gestarrt. Und zwar sieht sie jetzt ein bisschen anders aus, und zwar so. Jetzt hier krasse Bike-Mucke einfügen. Ich hoffe, der Bike hat euch gefallen. Wenn man es genau nimmt, ist sie noch eine Enduro, aber sie hat jetzt auf jeden Fall Straßenfelgen oben und eine andere Übersetzung. Also der billigste Supermoto-Umbau, den es gibt. Ich hoffe, dafür bekomme ich ein paar Klicks. Wie im letzten Video schon angesprochen, habe ich mir neue Reifen gekauft. Das sind die Continental Trail Attack 3. Gute Qualität, gute Qualität. Hinten habe ich 140, 80, 18er oben. Ist auf jeden Fall ein bisschen dünner geworden und ein bisschen breiter als der Enduro-Reifen. Vorne habe ich genau wie bei den Enduro-Reifen 90, 90, 21. Sieht auf jeden Fall nice aus, würde ich sagen. Was sagt ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hinten kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Für eine Enduro-Felge ist er auf jeden Fall breit genug, würde ich sagen. Und vorne, naja, es geht so. Könnte auf jeden Fall breiter sein. Aber mal zum Testen, zum Anschauen, wie sich das so fährt, reicht es allemal. Und wir haben jetzt eine andere Übersetzung oben. Und zwar habe ich jetzt vorne ein 14er Ritzel drinnen und hinten, wie gehabt, das 45er Kranzel. Und ich bin schon wieder auf Reserve. Man kennt ihn. Zweitaktleben. Die hat mir mein Händler aufgezogen auf die Felgen. Da ich sowieso einen Service gemacht habe, hatte ich mir gedacht, gebe ich ihm gleich die Reifen mit und das 14er Ritzel. Sie hat einen Ölwechsel bekommen. Ich würde sagen, ich laber nicht mehr viel rum, sondern wir probieren die neuen Reifen plus die neue Übersetzung. Guck gerne die vollen Werbeclips bei meinen Videos. Das unterstützt mich sehr und hilft mir, den Kanal weiter auszubauen, damit ich öfter solche Sachen machen kann oder neue Tuning-Teile kaufen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich stecke das Ganze dann wieder in YouTube, also kommt es euch zugute. Ich bin gestern schon mal kurz gefahren und ich muss sagen, man merkt die andere Übersetzung extrem, auch wenn es nur ein 14er Ritzel ist. Ich kann es euch hier zeigen. Ich bin gestern Topspeed gefahren und zwar 136 km/h. Das war schon sehr wild. Normalerweise bin ich bei 90 schon so gefahren. Mit den Reifen hier geht das ganz geschmeidig, einfach 136. Dann war aber auch echt Schluss, also das war 100% ausgedreht. Fahren wir mal los. Oder auch nicht. Und zwar bin ich gestern dann 136 gefahren, also komplett ausgedreht. Und auf einmal macht es Boom. Und ich dachte mir, jetzt habe ich einen Kolbenklemmer oder Motorschaden oder was weiß ich. Und ich sofort die Kupplung gezogen und weitergerollt. Und ich habe mich so geduckt und habe mich ein bisschen aufgestellt. Auf einmal kommt bei 136 ein Windstoß direkt in meine Fresse. Und mir zieht es den Helm so hinauf. Also ich fahre so 136, gehe rauf und auf einmal ein Windstoß und mir zieht es den Helm komplett nach oben. Und zwar so weit, dass ich nichts mehr gesehen habe. Also wo ich durchschaue, war auf meiner Stirn, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist mir auf jeden Fall der Kackstift gegangen, meine Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Und ich bin 130, 136 gefahren, also konnte ich nicht einfach eine Hand wegnehmen und den Helm richten, sonst wäre ich wahrscheinlich nach rechts und nach links gefahren. Der Wind ging auch extrem, sonst hätte es mir den Helm nicht verrissen. Also habe ich die ganze Zeit so, so und so gemacht. Keine Ahnung, wer der Typ ist, aber er feiert's. Ehrenmann. Vielleicht schaut er meine Videos. Falls du meine Videos schaust, schreib's in die Kommentare, Bruder. Also habe ich die ganze Zeit so und so gemacht. Ich glaube, 20 Sekunden oder so. Und dann ist endlich mein Helm wieder runtergegangen auf halbwegs normale Position. Also ja, das war eine kleine Nahtoderfahrung. Und fürs Bike und dem Motor etc. war das jetzt auch nicht so gut. Also das werde ich jetzt nicht mehr machen. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, bei 136 ist Schluss mit der Übersetzung. Als ich was gesehen habe, habe ich gleich abgebremst und bin bei der nächsten Ausfahrt gleich rechts raus und habe mich mal auf die Seite gestellt und ein bisschen gechillt. Du Gesicht? Vielleicht kommt schon bei der Kamera rüber, es ist auf jeden Fall viel geschmeidiger zum Fahren.
Also sehr, sehr nice. Ich muss die Reifen jetzt natürlich noch einfahren. Ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht 100 Kilometer oder so. Muss ich mal googeln oder falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Also beim Topspeed hat man auf jeden Fall eine krasse Steigerung gemerkt. Mit den Enduro-Reifen habe ich ja Topspeed gemessen. 122 oder 123, ich glaube 123 km/h. Und da geht jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr, um genau zu sein, 13 km/h mehr. Bin so gefahren, dachte ich bin schon im 6. Gang, aber ich war im 5. und konnte einfach nochmal raufschalten. Also man merkt schon einen Unterschied. Ganz chillig, es wackelt nichts, ich kann ganz gechillt fahren. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit, mit dem kleinen Umbau. Merkt auf jeden Fall, dass sie jetzt nicht mehr so auf Beschleunigung aus ist, aber ist auch viel gechillter so zu fahren. Sonst hast du den Gashahn voll aufgedreht und sie ist hier vorne fast hochgekommen. Also im 2. Gang, im 1. ist sie auf jeden Fall hochgekommen. Ich habe die letzten Tage schon sehr viel Komplimente für das Bike bekommen, was mich auf jeden Fall freut. Aber der Sitz ist immer noch so extrem hart, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin zuerst die 50er gefahren und der Sitz bei der 50er ist gefühlt doppelt so dick. Ist auf jeden Fall geschmeidiger. Also ich würde schon fast sagen, Supermoto-Umbau auf Wish bestellt. Du kannst dich einfach gut spielen, Bro. Und jetzt hier nicht zum Haten anfangen. Das ist kein Supermoto-Umbau. Das ist mir auch klar. So gesehen ist sie noch eine Enduro, aber halt mit Straßenreifen und einer längeren Übersetzung. Chillig 115 hier raufgeballert und es geht richtig bergauf. Kann man lassen. Ja moin. Er denkt sich wahrscheinlich auch so, was für ein Spaß. Kommen wir mal zu den Kosten. Und zwar der Vorderreifen hat um die 150 Euro gekostet. Ein bisschen aufgerundet, aber circa 150 Euro. Und der Hinterreifen hat circa 200 Euro, fast genau 200 Euro gekostet. Dann das 14er Ritzel hat glaube ich 15 bis 20 Euro gekostet. Sagen wir einfach mal 20 Euro. Dann sind wir insgesamt bei den Teilen bei 370 Euro. Okay, hier geht es anscheinend nicht mehr weiter. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ich werde sie die nächsten Tage noch ein bisschen einfahren, die Reifen. Dann können wir ja mal testen, wie sich die Reifen in den Kurven verhalten. Es sind ja jetzt nicht die dicksten Reifen. Also mal schauen, wie die so performen. Ja, Bro, ich möchte vielleicht schneller als 11 km/h fahren. Ja, immer diese Pensionisten. Ich verlose diesen Rentner. Also können wir in den nächsten Videos mal gerne Kurven fahren. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach ein Like da lassen, dann weiß ich Bescheid. Ist nur ein Klick für euch, aber hilft mir auf jeden Fall weiter. Er fährt safe nach links. Ja, was habe ich gesagt? Wir können aber auch mal gern mit den Reifen Enduro fahren. Das wird bestimmt witzig. Ja, er hat gegrüßt, Ehrenmann. Hier ist eine Sackgasse, perfekt. Naja, das Umbauen zähle ich jetzt nicht dazu, beziehungsweise in Service. Denn viele machen das auch selber, aber ich bin der größte Pfuscher. Wollte bei der jetzt ehrlich gesagt nicht rumpfuschen. Ist ein bisschen was anderes als die 50er, wenn ihr versteht, was ich meine. So sieht sie jetzt aus, kann man auf jeden Fall ahnen. Und so von der Seite leben wir. Naja, meine Freunde. In den letzten Sekunden ist natürlich die GoPro leer geworden, also der Akku leer geworden. Das war ja wieder mal klar. Einfach nur perfekt. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen lassen natürlich ein Like da, abonnieren den Dreckskanal und aktivieren auf gar keinen Fall die Glocke. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. I said I'm never scared, just know I really mean it. I dreamed about the top, I had a vision and I seen it. If you know the work comes first, then you and I are in agreement. And it's a long haul, but I work harder than them all. So come back in 5 years and we can talk about achievement. Hey, let me ask you something. Do you worry about achievement? Does it worry you, or do you just do your own thing and say, here it is, you either accept it or